Okay, also eigentlich macht sie die ganze Arbeit und ich bin jetzt Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Oh, oh. Ich mag... Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know, I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ach, das ist echt schön gemacht, ganz ehrlich. Das muss man sagen. Die Frage ist, muss ich jetzt gerade darunter, um den... Ich mache das einfach mal, um den Regenschirm zu holen. Das ist so cool. There we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Also auch wenn das jetzt vorhin mit dem Ogre so ein bisschen frustrierend war, das ist mein neues Lieblingsspiel. She impaled herself on the Wait, that's not what happened. Was? Ach, ich habe den Schirm noch nicht. Das ist mein neues Lieblingsspiel. Ich liebe das. Das ist voll schön. So, jetzt aber. Ich kann auch nicht beschleunigen, ne? Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Okay, jetzt vorsichtig. Oh, es wird schneller. Da ist die Spinne. So viel zum Thema Beschleunigen. Ah, man sieht... Ja, ja, man sieht leider den Regenschirm nicht immer. Und ich glaube, ich habe gerade mit einer Spitze des Schirms die Wand berührt und deshalb hat das nicht funktioniert. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Ich versuche mich jetzt gleich mal so zu drehen, dass ich den Schirm die ganze Zeit sehe. So wie jetzt zum Beispiel. Nicht so schnell, nicht so schnell. Hier ist ein Spinnennetz. Finally, she landed softly. Right in a spider's web. Oh nein! Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. Oh nein! The princess needed to find somewhere to hide. Nein! 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 Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich glaube, er hat gesagt, ich muss was zum Verstecken finden, ne? Komm schon, befrei dich! Befrei dich! Ich spring jetzt einfach mal hier unten gleich rein. Ah, hier. Ah. Sehr schön. Oh oh. Das war noch nicht alles. Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Oh nein! Nein, nicht oben lang, nicht oben lang. Oh. She ran and nein, 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 nein. Nein! Oh, das ist super lustig. Das macht so viel Spaß, ne? Auch wenn man hier failt. Ich versuche mal oben zu bleiben. Ich kann mich ja befreien. Aber ich denke mal, oben ist der bessere Weg, oder? Nein! Spinne! Nein! Nein! Oh, Mensch. Nochmal. Ich versuche doch nicht oben zu bleiben. Ich versuche die Spinnennetze zu meiden. Ich glaube, das ist besser. Okay, hierüber. Darüber. Oh, richtige. Oh nein, nein. Oh, das gibt's doch nicht. Das schafft man doch kaum beim ersten Mal in eins durch, oder?
Na gut, ich bin ja jetzt auch nicht so der Jump-and-Run-Profi, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist tatsächlich... Oh, nein! Ich will nicht meckern. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen spät, reagiert das Ganze. Schwerfällig. Ich glaube, schwerfällig ist dafür echt der richtige Begriff. Und hinzu kommen dann noch meine nicht vorhandenen Skills und das zusammen kann dann schon mal etwas dauern. Blöde Spinne, blöde Spinne. Ich drücke auch die Knöpfe hier auf dem Gamepad total feste. Ich merke das ja selber, weil man halt immer denkt, dann wird die sich hier ein bisschen schneller bewegen und das alles schneller machen. Aber nein. So, jetzt nicht wieder dagegen stoßen. Das Problem ist, ich komme da nicht hoch. Mann! Oh, nein, ich bin so doof. Ich habe jetzt extra nicht geredet, weil ich dachte, ich mache das Ganze mal mit ein bisschen Konzentration. Den Versuch kann ich knicken. Und wieder rein. Aber an sich finde ich das halt hammergenial gemacht hier gerade mit dem Schattenspiel. Ist richtig cool. Mann! Sie kommt da nicht hoch. Und weil ich das Spiel so schön finde, rege ich mich auch nicht so extrem auf. Also es ist natürlich super frustrierend, aber ich rege mich nicht so sehr auf wie schon mal bei anderen Spielen. Ich möchte hier gerne einen Save Point haben, verdammt nochmal. Welche Seite, welche Seite, welche Seite? Ach du, welche Seite? Fuck, ich hätte nach links gemusst. Was? Ich bin direkt hier, ja, das konnte ich ja nicht wissen. The princess remembered how the webs were holding up boulders. Ah, okay, ich hab's kapiert, aber... Ich habe jetzt Angst, runterzugehen, deshalb bleibe ich mal hier stehen. Oder? Was? Arme Spinne? Bist du wahnsinnig? Ah, sehr schön. Okay, also ein paar... Finally, she found Fred. Oh, Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Ach, Fred, lass es, das wird doch sowieso nix. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Ein Drache als nächstes, na, das kann ja was werden. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. But she was very brave and nimble. Shit. Just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Hui. Oh, der Drache wird jetzt wahrscheinlich super schwer. Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffin she would make once she got Fred home. Ich finde das ja süß, wie der Vater die Geschichte erzählt, aber... I love muffins. Oh. The princess hoped Fred liked muffins. Ah, ich habe keine Ahnung, was hier als nächstes passiert. Das ist schön. Mein Gott, da brauche ich ja zwei ganze Folgen. Hallo? Ich habe nichts gemacht. Brauche ich ja zwei komplette Folgen hierfür. Und die Frage ist, kann ich mich hier draufstellen, ohne
Jawohl, kann ich. Ist noch so ein Ding? Ich glaube, ich... Oder? Oh, 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 ich hätte da stehen bleiben müssen. Aber so hat es auch funktioniert, okay. Aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Felsen. Oh nein, das gibt's doch jetzt nicht, also bitte. Ich muss doch wenigstens vernünftig auf die andere Seite kommen. Na, kommt der Felsen schon? Jetzt kommt er. Hui. Ah, jetzt kommen wahrscheinlich mehrere Felsen, oder? Okay, aber so klappt das ja, glaube ich, ganz gut. Wenn ich einfach immer auf den Dingern stehen bleibe. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Okay. Da ist der Drache. Komm ich hier runter? So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Ja. Okay, das wird wieder ein bisschen dauern. Na komm, ich muss höchstwahrscheinlich draufspringen auf das Feuer. Hallo, Drache? Nein, ich muss nicht draufspringen. Vielleicht muss ich unten drunter. Wäre noch eine Möglichkeit, aber... Na komm. Aber dazu muss ich erstmal... Ja, aber der trifft mich doch hier. Der trifft mich doch hier. Muss ich vielleicht direkt hier an seinem Maul stehen? Nein. Oder ich muss doch aufs Feuer, aber eben auf diesen kleinen Abschnitt, der nicht nach Flamme aussieht. Na komm, Drache. Da war jetzt gerade ein... Nee, doch nicht, da komme ich nicht mal hin. Okay, wie mache ich das? Ah, macht er die... Ah, zerstört er die Seile oder sah das gerade nur so aus? Hey! Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. Ah! Hey, Fred! And so the princess and Fred lived happily ever after. Aww. Fred never had to go on another adventure again. And they had hot buttered muffins every morning. Schön. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Ach, wie schön. Yay! Yay, Dawn, you did it! Ja! Repariere die zwei übrigen Attraktionen. Also ganz ehrlich, das hat super viel Spaß gemacht, auch wenn ich recht lange gebraucht habe. Und es teilweise aufgrund der Steuerung ein bisschen frustrierend war. Also hier läuft das super flüssig. Sowohl Kamera als auch das Springen, das geht alles super. Aber da war das jetzt ein bisschen schwerfällig. Okay, ich werde an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder aber gleich wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss!